think I'm a player that uses or try to use my speed to my advantage. I mean, try to hold on the pucks and create plays in the offensive zone, and yeah, just try to make an impact on the ice. I just love the game. I mean, I love coming to the rink. I love hanging out with the guys. I love practicing. I love playing. I love the adrenaline you get when you play. And I don't know, it just feels, you know, I guess kind of like home almost. I think we can make the playoffs, or at least, you know, challenge a lot of teams up in the standings. So I think we can do pretty well and hopefully surprise some guys. Marvin hat irgendwie jeder nicht genau seine Rolle irgendwie gefunden, und dann haben wir sicher auch kleine Anpassungen noch gemacht mit dem System. Und ja, nachher, wenn 1-2 Siege kommen und eben ein paar Goals reingehen, dann ist jeder ein bisschen mehr motiviert, der Selbstvertrauen ist da, und dann ja, so ist es nachher irgendwie einfach gelaufen. Es ist nicht so, dass wir jedes Spiel irgendwie dominiert haben, wo wir dort gewonnen haben. Sie sind einfach reingehauen, und hinten haben wir souverän gespielt gehabt, dass es einfach auch mühsam war für den Gegner. Wir sind selber alle in der Garderobe gesehen und haben gedacht so, hey, was ist da los? Aber immer voll am Boden geblieben und haben die Punkte sehr gerne genommen. Und hoffentlich könnten wir ein paar mehr nehmen und dass wir noch ein bisschen dranbleiben. Ja. Als Rookie will ich mich jetzt nicht sehen, durch meine zweite Saison. Ich muss mich auch beweisen, jedes Mal wieder. Klar, du hörst immer wieder Sprüche von diesen ganzen Spielern. Du bist schon so ein kleines Küken im Team. Aber ich glaube, es macht auch riesen Spass. Gell? Du kannst so jung so Sachen erleben. Und dann, wenn du die Sprüche hörst, musst du einfach auch mitlachen. Und ja, es ist einfach ein riesiger Gaudi da. Ich bin jetzt schon glücklich, damit ich da spielen kann, so Chancen haben, so Vertrauen haben da. Und dann sehen wir, was nächstes rauskommt. Klar ist das Ziel, zum NHL Draft zu arbeiten. Aber ich glaube, wir müssen da von Schritt zu Schritt gehen, von Tag zu Tag, und dann sehen wir, was Ende rauskommt.